So, meine Freunde, damit herzlich willkommen zu einem neuen Oras Wi-Fi Battle. Jawohl, wir spielen heute mit dem. Warte, erstmal Stück ändern. Denn jetzt haben wir jetzt Stück 2. Wir spielen heute mit einem Yu-Yu-Team gegen auch ein anderes Yu-Yu-Team. Außer mein Diggersby hier, das ist nämlich in der Borderline. Das habe ich aber als Zusatzregel, dass Diggersby bei mir nicht in der Borderline ist, weil es ist mein Lieblings-Pokémon und das möchte ich schon gerne mal auch im Yu-Yu mitnehmen. Auch wenn es da eigentlich zu stark ist. Aber YOLO, Leute, YOLO. Und Flampivian, Donphan, spezielle defensives Porygon 2 und ein Megataubos, das ich mal ausprobieren wollte. Und ja, dann war es das auch schon von hier. Stück 2 habe ich ausgewählt. Und da wir gerade einen Disconnect hatten, ne, das natürlich wieder an meinem Internet lag, das ist echt scheiße derzeit. Nehmen wir die gleichen Leads wie vorher. Ich habe mit Hidokin geleadet und mein Kontrahent mit seinen Liebhard, seinen Swagger-Katze. Und dann wünsche ich ihm Good Luck. Auf jeden Fall. Und ich überlege, letztes Mal ist aber Erdkräfte drin geblieben. Vielleicht geht er dieses Mal raus. Jetzt überlege ich mir, dieses Mal auf den Icebeam zu gehen. Und durch Sheer Force, ich habe es endlich kapiert, Leute. Durch Sheer Force kann ich doch nicht freezen. Jetzt weiß ich es endlich. Und übrigens, diesmal ohne Webcam, weil es schon ziemlich spät ist und ich zu voll bin, mich 2 Meter zu bewegen und das Licht anzumachen. Deswegen machen wir mal so. Und diesmal gehen wir auf Icebeam. Nein, er bleibt das gleiche Game, okay. Okay, der Abschlag macht ein bisschen mehr als vor uns, aber genau so ist es vor uns ausgegangen. Genau so vor uns war das Spiel. Und freezen können wir nicht, das weiß ich ja. Und jetzt mache ich es genau wie vorher, wechseln Donphan. Er wird vielleicht auf Zugang begehen oder auf Abschlag. Wie schon gesagt, auf Donphan brauche ich die Lefties jetzt nicht so dringend, weil diesmal habe ich Lefties statt Rocky Helmet drauf. Und er geht auf den Abschlag. Jo, brauche ich nicht. Weg damit. Und es macht überraschend viel Schaden dafür, dass es ein Donphan ist. Ich überlege, ob ich die Rocks rausbringen will. Ja, ich möchte die Rocks rausbringen. Hat jetzt auch keinen Spin, außer sein, wenn es ein Deforger-Expert ist. Oh, Verhöhner. Gemein. Mein Mann. Sowas denken muss ich doch denken. Okay, dann gehen wir auf den guten Erdbeben. Schauen wir mal. Oh, Leute, ich kann einfach so oft von der Capture Card schwärmen. Es ist so eine schöne Qualität hier. Und er wechselt zurück. Wow. Hat er einen Luftballon? Nein. Wow. Das kann sogar ein bisschen wehtun. Vielleicht hat er aber auch den Abschlag oder sowas predicted und das tut weh. Macht aber nicht so viel, wie ich will. Deswegen gehe ich weiter auf den Erdbeben. Ich weiß. Ah, Megastalos. Okay, Megastalos habe ich null Erfahrung, wie man das spielt. Ich weiß jetzt nicht, wie gut das in der Physik. Ich glaube, in der physischen Defensive ist es einfach ein unglaubliches Monster. So viel weiß ich, glaube ich, noch. Und ich bin immer noch schneller, okay. Ich habe keine Ahnung, wie schnell Megastalos danach wird. Und, oh, das ist gut. Das ist gut. Und er legt die Rocks raus. Leute, wo ist mein Handy? Ich kann leider nicht mitten in der Aufnahme im Internet nachschauen. Das wäre ziemlich unprofessionell, wie schnell Megastalos ist. Wo liegt mein Handy rum? Ich find's nicht. Leute, ach, doch, es ist in meiner Hosentasche. So, das muss ich jetzt kurz nachschauen. Das seht ihr natürlich nicht. Lade Internet. Stalos. Was ist da Stalos? So, Stalos. Jetzt hätte ich natürlich kurz gerade nichts machen können. Oh, PokéWiki. Wie schnell ist dieses Mega-Ding? Weil sonst gehe ich auf Eissplitter. Wobei, es ist eh schneller. Ne, schneller ist es eigentlich nicht. Okay, wird es... Wo sind die Base-Stats hier? Es wird... Okay, es wird nicht schneller. Und es ist vom Typen... Stahlboden. Und wie welches Typ ist... Okay, es ist auch Stahlboden. Ich gehe weiter auf Erdbeben. So. Okay, auf hat es. Damit haben wir Stalos schon mal losgekriegt. Sehr gut. Donphan, gute Arbeit hier. Ich glaube, es ist sogar... Ist es ein Donphan mit der Tech-Investment? Ich glaube sogar schon. Wow. Ich muss mir einfach vorstellen, wie so ein riesiger Brocken einfach kaputt geht. Ich wollte schon auf Eissplitter gehen. Na egal. Das hat sich ja jetzt erledigt. Ich schätze mal, mit Apokalypse reinwechseln. Das würde ich jetzt machen. Ja. Mrs. Pringles ist sie. Oder MS Pringles. Was kann ich hier rein switchen im Vergleich? Mein Donald. Er wird mal. Aber wobei, vielleicht will er mich toxic, ne? Soll ich drin bleiben, einfach frech? Soll ich drin bleiben, so richtig frech? Komm, ich bleib mal frech drinnen. Okay, nein, er geht auf Gigasauger, okay. Und der macht gar nicht so viel Schaden. Ich glaube, ich habe ein bisschen speziell defensives Investment. Oder er denkt vielleicht, dass ich jetzt. Na, okay, offensiv fester bin ich nicht. Und er ist Lefties, okay. Da weiß ich Bescheid.
Jetzt wird wahrscheinlich das Gold kommen, deswegen wechsle ich einfach den Ton halt. Ich habe so ein bisschen Talk von Toxic Angst gehabt, aber naja. Naja. Also da kommt sie gar nicht mal so scheiße aus. Sein Team ist aber auch nicht so tryhardig, wenn man das so aussprechen kann, wie meins. Ich habe da echt die Fred dabei. Und jetzt habe ich einen Harzer Urlaubsraum, wenn er jetzt Gold macht, das wäre so genial. Nein, Gigasauger, okay. Gut, es wird nicht viel Schaden machen, das ist. Wow! Too strong for you, Alter. Er hat keinen Boden-Pokémon, um einen Ladestrahl mehr abzufangen. Und deswegen werde ich mir das jetzt zunutze machen und auf den Ladestrahl gehen. Er hat noch keinen Safe-Switch in. Und deswegen machen wir das. Ich könnte zwar noch die Parawelle, sage ich schon, die Donnerwelle machen, aber. Ja, sein Team ist eh gerade nicht so das Schnellste und ich wüsste jetzt nicht, was ich paralysieren will. Und dann kommt sein. Hoffentlich nicht sein Lucario. Bad Chick, ich glaube, das ist sein Lucario. Okay, das hätte ich schon gerne paralysiert gehabt. Ja, hätte ich vielleicht lieber paralysieren sollen, aber. Ich wollte den Boost haben und ich krieg den Boost nicht. Oder ist Ladungsstoß das, was paralysieren kann? Warte mal. Ne, paralysiert eventuell. Okay, wir hätten nee, eigentlich eine Paralyse kriegen können. Und hier ist es mir viel zu unsicher, drin zu bleiben. Deswegen wechsle ich mal dort von rein. Ich weiß noch nicht, ob es speziell physisch oder Schinkenbrot ist. Deswegen wechsle ich jetzt einfach mal raus und schau nach. Wenn er sich aufsetzt, bin ich gefickt. Schauen wir mal. Auch das wäre okay, nein, das wird Donphan jetzt zwar killen, aber wir wissen, dass es speziell ist, also wir können es nicht wissen, wir glauben, dass es speziell ist. Und er ist live auf, okay, sehr gut zu wissen. Ne? Das heißt dann, wir werden unser Scarflap hier wieder reinschicken, haben damit keine Probleme auf eine Feuerattacke zu gehen, denn die würde sogar Apokalypse Schaden machen. Und scheiß, oh, dieses scheiß Steinchen. Ja, ich habe keine ungerade Kapierzahl, weil ich darauf bei Pokémons nicht sofort achte, wenn ich die geschenkt bekomme. Müsste ich auch vielleicht mal ändern. Naja. Er wechselt zurück. Schau mal, ob er in Apokalypse wechselt. Nein, er wechselt in Senpai, also in ein Pokémon, das sterben wird. Okay, in Liepard. Da weiß er aber wahrscheinlich auch, wohin ich mich gelockt habe. Ist natürlich auch nicht so geil. Und damit haben wir auch Liepard schon down gekriegt. Sehr gut für uns. Und Life Orb Recall war ja nee Life Orb Recall, ich habe gar keinen, ich bin Scarfy Idiot, das war Rückstoßschaden. Entschuldigt nochmal, dass ich noch ein bisschen verschnupft bin, das hört man einfach, aber naja, hier muss ich rausgehen. Bedroher, ja, der Bedroher ist noch ein weiteres Indiz dafür, dass ich hier raus muss. Das Problem ist nur, was wechsle ich jetzt rein? Down sind sein Stalus und sein Lucario. Nee, sein Liebhard. Lucario hat noch was. Ich habe also eine physische Wall und einen Supporter kaputt gekriegt. Heißt, ein physisches Pokémon könnte ich opfern, aber ich will Flapiver behalten. Flapiver wäre das bei der Win Condition gegen Lucario. Gegen X-Bart auch mit Steinhagel, dann opfer ich Behemoth. Der hat eh nur noch 56 KP oder so. Dann war's das hier damit. Flapivian. I have you lieb. I have you lieb, mein Freund. Und dann schauen wir mal. Toxic. What the fuck? Ein defensives Akani. Sehr gut zu wissen. Sehr gut zu wissen für mich. Und dann habe ich auch unfreiwillig gerade das Toxin predicted. Sehr gut. Schauen wir mal, ob er mich jetzt mit einem Turbo-Tempo ausschalten will oder wie er das macht. Ich kenne sein Moveset nicht. Okay. Vielleicht wechselt er auch jetzt aus auf sein X-Bud. Nein, Mrs. Pringles, oder wie das heißt. Gut. Aber es war ja eh nur dieses Behemoth war ja eigentlich mal ein Death Order. Und das macht guten Schaden, Leute. Und noch mehr Schaden wird gleich mein T-Bolt machen. Ne? Und vielleicht predikte. Ich schätze mal, er geht eh auf Gigasauger, weil er nicht sich leisten kann, dass ich in mein. Ding gehe in mein Porygon 2, um H2O-Absorber zu kopieren und damit sein Skull abzufangen. Das reicht ganz knapp nicht. Ja, Gigasauger, wusste ich es doch. Der wird aber auch nicht so hoch. Okay. Trifft er nicht neutral? Ich glaube, der Crit hat sogar gemeldet. Immerhin war es kein Step. Wieso trifft. Bin ich nicht Giftboden? Gift resisted doch vielleicht. Ich habe keine Ahnung, jetzt darüber nachzudenken. Jedenfalls war es ein Crit und ich glaube schon, dass der gemeldet. Aber wie schon gesagt, das war eigentlich nur eine Death Order. Und ich hatte einfach Glück, dass es ein defensives Akani ist. So, und Apokalypse, du scheinst mir nicht gerade. Ach komm, wir holen Megataubos raus. Holen wir es raus? Komm, wir sind Bad Boys und holen Megataubos raus. Taubos! Ein Orkan sollte jetzt reichen. Ich will es einfach diesen Kampf benutzen. Ich habe es dafür mitgenommen, um es zu benutzen, ne? Und dann werde ich das jetzt auch machen, auch wenn es ohne der laufen würde. Orkan, sehr gut. So, bam. Und wie sieht's aus? Es sieht aus wie Son Goku, das kann ich euch sagen. Ich hätte es auch so genannt, aber es heißt halt Taubos und Orkan.
Er sollte zwar bei der speziellen Wall auch Schaden machen. Jawohl, das reicht. Dachte ich mir schon. So, was? So, sie haben die spezielle und physische Wall kaputt gekriegt. Heißt, er hat nur noch offensive Pokémon, da sein Supporter als sein Supporter-Leopard auch weg ist. Und ein Akani, okay. Bedroher, das kann mir relativ egal sein. Ich habe nur Angst vor dem Wild Charge, aber er scheint ja defensiv zu sein, ob er den Wild Charge überhaupt drauf hat. Gehen wir auf den Orkan. Schneller sind wir ohne Turbo-Tempo. Und die Verwirrung ist ja auch etwas, was gerne eintritt. Und das macht. Wow, Verwirrung, aber das macht gar nicht mal so viel Schaden. Also sein. Vielleicht speziell defensiv? Ich weiß es nicht genau. Und? Nein, er setzt. Und irrlich, das ist mir egal. Ich habe zwar Chip-Damage drauf. Aber er ist verwirrt. Heißt, wir können auch mit den. Okay, hat die Lefties drauf. Aber er ist verwirrt, heißt, er trifft sich selber und wir könnten ihn damit two-shotten. Natürlich hat er jetzt das Morgengrauen drauf, das nicht so geil ist, aber ich habe den Roost zufällig drauf. Habe ich den Roost? Ja, ich habe den Roost, falls er mich damit ausdollen will. So, wir gehen nochmal auf den Arkan. Und. Okay, komm, Verwirrung, komm, Verwirrung. Hex for me, Hock, Hex for me. Nein, okay, Morgengrauen. Morgengrauen kann man mal machen, von mir aus. Nur bringt ihn das ganze Ausdauer nichts, wenn er. Na gut, er weiß ja nicht, dass ich den Roost drauf habe. Und auf den Roost werde ich jetzt auch gehen. Auf den Roost werde ich jetzt auch gehen. Damit ich auch wieder ein bisschen KP habe. Und wer wechselt zurück, okay? In was könnte so mein Orkan predicten? In seine Katze da, okay? Nee, in sein X-Bad, okay? Ah, okay, da hat er einfach einen Orkan auf das Ding zugelassen. Nun weiß ich jetzt nicht, ob ich einen Sturzflug überlebe. Wenn es Choice Bandit ist, überlebe ich keinen wahrscheinlich. Wenn es nicht Choice Bandit ist, überlebe ich einen. Deswegen gehe ich auf Orkan. Außer es ist ein spezielles. Ich hab ja auch ein spezielles X-Bud, auch wenn ich es nie benutzt habe. Und ich weiß auch nicht, wann ich es machen werde. Und wow, schaut, wie viel Attack, wie viel Schaden das macht. Wieso, er wollte seinen X-Bud vielleicht auch opfern. Taubos ist saugut. Und diesmal kriege ich die Hex. Die Hex sind an meiner Seite. Sehr gut für mich. Und ich glaube, diesen Kampf haben wir sogar. Oh, Giftschlag. Sogar damit schon gewonnen. Jetzt mit dieser Hex. Ja. Ich schätze mal, das haben wir gewonnen, weil. Er könnte jetzt. Wahrscheinlich wird er vielleicht auch meinen Orkan ausdauern wollen. Ich weiß es nicht genau. So, damit ist X-Bad weg. Und er hat nur noch Akani und Lucario. Und Lucario. Für Lucario habe ich mein. Flampivian. Und für Akani habe ich mein Diggersby. Wenn ich jetzt ein viertes Pokémon habe zum Opfern, würde ich es opfern, aber ich glaube, ich habe gar nicht mehr so viele Pokémon zum Opfern. Und er wechselt Lucario, sehr gut für mich. Heißt, ich hau doch eine Heatwave raus, der die trifft. Sehr effektiv. Muss natürlich auch treffen und sie trifft. Und ich bin schneller, also er ist auf keine Prio gegangen. Und sie reicht. Wow, Mega Tauboss. Der Crit, ob der gemeldet hat, weiß ich nicht. Ich schätze mal nicht. Ich weiß jetzt nicht, wie es um Lucarios Defensivwerte aus. Wie soll man sagen? Bestellt ist. Und damit hat er nur noch Arcani. Und wir haben gewonnen. Wir können Taubos hier opfern. Ich werde mich nicht mit Roost hochheilen. Brauche ich jetzt nicht. Ja, Bedroher, wie schon gesagt. Also unsere ATK ist echt im unterirdischen Bereich. Verbrennung plus zweimal Bedroher. Haben wir, glaube ich, schon rausgekriegt. Ja, machen wir hier weiter mit einem Orkan. Kriegen vielleicht noch die Verwirrung und die Hex dazu. Und den Sieg haben wir in der Tasche. So, er muss nachdenken. Vielleicht will er mich, keine Ahnung, Morgengrauen zollen. Wahrscheinlich würde ich jetzt machen. Und ich kriege, wow, zum allerersten Mal kein Ding. Aber wenn ich den Orkan jetzt über. Nein, ich überlebe nicht. Den Crit. Ja, der kann mir egal sein. Und wir werden auf jeden Fall mit den Alpha-Hasen hier den Rest machen. Oder Flapivian. Ich weiß es gerade nicht, mit wem ich den letzten Kill geben will. Porygon lebt noch. Stimmt, das hätte ich opfern können. Wobei ein Porygon zu opfern ein bisschen dauert. Nicht genau jetzt Disconnect. Aber ich werde den Kampf trotzdem hochladen. Fuck mein Internet. Oder ist es Verbindung zum Spielpartnerstand? Also ist es überhaupt mein Internet? Nein, ich bin diesmal sogar online. Und mein Kontrahent ist aber eigentlich auch online. Was ich komisch finde. Also ihr seht, ich bin hier online. Der Beweis. Ich werde den Kampf trotzdem hochladen, weil es ein guter Kampf war und ich jetzt eh mit Diggersby den finalen Chaos gemacht hätte. Aber ich bedanke mich für euer Zuschauen. Es hat mir auf jeden Fall gefallen. Und das ist geil. Mit der Capture Card kann man so einen Kampf trotzdem noch aufnehmen. Ich bedanke mich für euer Zuschauen. Wenn es euch gefallen hat, lasst eine positive Bewertung da. Und dann sehen wir uns in neuen Wi-Fi-Battles, neuen Projekten. Wir sehen uns, Leute. Ciao.